Yo YouTube, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Es gibt endlich Nukes in Warzone 3 und wir schauen uns heute die erste Nuke-Runde an, die auf Twitch gestreamt wurde. Und zwar die Runde von Huskas zusammen mit Noobs, Rated und Skullface. Wir schauen uns die POV von Skullface an, weil der hat eine 20er-Bomb in dieser Runde gemacht, was für eine Nuke-Runde absolut geisteskrank ist, also wirklich insane. Also der scheint richtig gefried zu haben und das Team des Todes durchgecarried zu haben. Deswegen schauen wir uns das Ganze an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst schon mal gerne ein Like und ein Abo da und schaut gerne auf Twitch vorbei. Dort bin ich jetzt gerade live und versuche die Duo Nuke in Warzone 3 zu machen. Also die erste Duo Nuke deutschlandweit wäre das und wir versuchen das hinzubekommen. Also schaut gerne vorbei und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So. Wir gehen aber auch direkt rein. Ich hätte das perfekte Timing hier rausgesucht. Okay, die machen sich gerade die Taktik aus. Die scheinen das sogar First Try hinbekommen zu haben. Das heißt, sie haben 5 Wins hintereinander geholt und dann direkt First Try die erste Runde den Win. Aber ich will doch nicht zu viel spoilern. So, Skullface landet auf einem Heli. Er nimmt sich direkt einen Heli. Ist natürlich wunderbar für Rotations, also Helis und LTVs wirklich für Nuke-Runden. Die Creme de la Creme. Auch in Warzone 2 schon, genauso. So, Huskas nimmt auch direkt einen Heli, glaube ich. Initiate Champions Quest. Yeah, but it, remember, it's like the first one where it doesn't show up on the map. You know, this guy, Eddie, I'm picking up the first element. So. Acquire Geiger Counter. Also, das ist so ein Geigerzähler scheinbar, mit dem man was machen muss. Das habe ich auch schon gehört. Ich habe es noch nicht gesehen, aber. Ich habe es nur gehört. Ich nehme jetzt aber sehr stark an, dass sie nicht direkt die Elemente nehmen werden, oder? Weil es war in Warzone 2 auch schon so, dass man immer erst gewartet hat und dann hat man die genommen. Willst du dir direkt eine Waffe kaufen? Was kaufen wir? Eine Pull MJ? Was ist sonst? Na klar. Bärchenbärchen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Elemente jetzt sein werden. Weil ich habe mitbekommen, dass es nicht dieselben, also das sind an sich dieselben Elemente, das heißt, sie haben jetzt dieselben Effekte, die sie in Warzone 2 auch hatten, aber man bekommt sie einen Ticken anders, dass man so kleine Aufträge dafür machen muss. So, die wollen jetzt erstmal die ganzen Leute um das erste Element herum killen, verständlicherweise, damit sie dann weniger Probleme damit haben. Boah, ist das angenehm. Sind das Bots? Boah, boah. Ami-Lobby. Skullface hat sein Heli verloren. Das ist mies, jetzt haben sie nur noch ein Heli. Er hat 4 Leute knocked, by the way. Wollen wir ein paar Finishes hier getten jetzt? Ja, hier, hier. I dropped him. Ich glaube, er hat die Artist Wars Sound Settings. Habt ihr die schon mitbekommen? Habt ihr das schon mitbekommen? Es gibt so jemanden, der heißt Artist War. Von dem kann man die Settings kopieren, die Audio Settings. Der macht für jedes Warzone, macht das so die besten Audio Settings und das ist wirklich bodenlos. Also es wird sogar considered, ob das Cheats sind oder nicht, weil das halt wirklich so unglaublich krank ist, diese Audio Settings. Also du riechst die Gegner förmlich, du verschaffst sie so einen krassen, unfairen Vorteil dadurch. Deswegen weiß man noch nicht, ob man das für Turniere nicht einfach nicht erlauben lassen soll, weil das halt wirklich super, super, super krank ist. Ist das krank? Er wurde einfach fast gefoolt von dieser Puppe, von der Aufblasbahn. Ist das krank? So, und jetzt haben sie alle hier rundherum gekillt. Und können jetzt mal ein bisschen chillen. Weil normal war es ja bis jetzt immer so. Ich mach das Video dafür ein bisschen leiser. Ein Moment, wo ist meine Maus? Wo ist mein Mauszeiger? Hier. Normal war das immer so, also in Warzone 2 war das immer so. Ich habe in Warzone 2 super viele Nukes gemacht, also so irgendwie 20, 30 Stück sogar. Und dort war das normalerweise so, dass man erst so bei Minute 12 oder 13 hat man dann so das erste Element aufgenommen. Nein, es war schon Minute 15 war das, glaube ich. Minute 15 hat man das erste Element aufgenommen, weil so bei Minute 10, also wenn hier 10 stand, kam dann die Nuke runter, wo du dann die Elemente hast planten müssen. Das heißt, man hat sich am Anfang noch nicht so beeilen müssen, man hat halt erstmal diese ganzen Gegner rund um die ganzen Elemente erstmal killen müssen, damit man ein bisschen atmen kann, sobald man den Nuke-Auftrag, sobald man das erste Element annimmt. Weil das Problem, sobald du es annimmst, das erste Element ist immer eine Krone.
Die ganze Karte hat eine Krone auf dich, so ein Most Wanted. Und die ganze Karte will dich töten. Also die ganze Karte will dich tot sehen. Deswegen muss man da wirklich aufpassen und zuerst unbedingt immer erst die ganzen Leute um das erste Element herum killen. Damit man keine Probleme bekommt. Und das haben sie jetzt eben gerade gemacht. Das haben sie gemacht und jetzt allmählich, glaube ich, setzen sie sich an das erste Element. Kann das sein? Allmählich, jetzt ist Zeit, oder? Oh mein Gott, dieser Bag gibt mir 12k. Oh, das ist ein riesiger. Was? Ein Duffel Bag gibt mir 12k. Wir müssen alle like self und you easy. Naja, die sind halt jetzt voll am Chillen. Ich get self und I'll drop. Voll am Chillen, jetzt holen sie sich alle Selfers auch noch. Also, die sind ja wirklich voll am Chillen. Ich guess die spawn, because they're just grounded items. I'm gonna grab it. I can just grab it. Guy flying in. Babas. Yeah, see. Warte gut, warte gut. Schöner Knock. Sehr, sehr stark. Okay, er hat 6 Kills schon. 70 Leute sind alive. Ein ganz normales Pacing für zweite Zone, das ist fein. Man muss aber auch sagen, die spielen Ami-Lobbys. Also das sind Amerikaner, die Jungs, alle vier von denen. Deswegen spielen die wirklich, also dieses Ami versus, also amerikanische Lobbys versus EU-Lobbys-Thema wirklich, also es nervt mich schon so. Ich würde so gerne deren Lobby spielen. Mich würde es aber trotzdem interessieren, ob trotzdem VPN an ist oder nicht. Wait, it's out of zone, no? What? It's on the edge of zone right there. Oh, that's ist verbuggt? Okay, was jetzt gerade passiert ist, Noobs hat den Geigerzähler aufgehoben. Das meinte ich eben, dass man so kleine Aufträge für die Elemente machen muss. Du hebst nicht mehr ganz einfach so die Elemente auf, sondern du nimmst jetzt diesen Geigerzähler in die Hand und musst mit dem Geigerzähler finden, wo das erste Element ist, so mäßig. Versteht ihr? Das versuchen sie gerade. It's over here. I don't know. I have to fucking pull it out. Hey, watch out, balloon team. Turn down that balloon. I wonder if we choked it. I wonder if I was the one who had to start because I started the contract. I don't know. I hope not. Also, und jetzt warten sie, bis Noobs herausgefunden hat, wie das dann jetzt wirklich funktioniert. Ich habe es nämlich auch noch nicht ganz mitbekommen. Ich hab die Runde noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, wie man einen Nuke-Auftrag macht. Deswegen, das ist auch jetzt für mich das allererste Mal. Aber ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird. Aber kannst du auch droppen? Yeah, you just gotta fucking get it to 9 or something, somebody said. Oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Yeah. Schöner Play. Sehr, sehr stark mit der mobilen Deckung gemacht. Sehr, sehr stark gemacht. It gets higher as you get closer. Alright. It's up here. Oh, so we gotta find it. Okay. Okay, genau das meinte ich nehmen. Nämlich, dass sie das Element erst finden müssen. Okay, die Zahl beim Geigerzähler, die geht anscheinend immer höher, je nachdem wie close du am Element dran bist. Okay. Das muss ich mir auch für morgen merken, nämlich. Und wenn das Video hochgeladen ist und wir auf Nuke-Auftrag gehen. Ach Bro, also das wirklich, also in keiner EU-Lobby. Ich glaube, er hat bis jetzt an 10 Gegnern, die er gekillt hat, glaube ich 3 Platten verloren in maximal, kann das sein? Also keine Ahnung, das ist ja Quatsch und Soße hier. Ah, sie haben es gefunden, okay, sie haben es gefunden, das erste Element. Beryllium. Das war nochmal einfach nur, dass du mit einer Krone auf der Karte angezeigt wirst. Und das ist jetzt auch der Fall. Man sieht hier jetzt diese Flügel von der Krone, dass sie die Krone anhaben. Okay, das ist sehr interessant. Der Safe ist jetzt genau an derselben Position, wo sie den Geigerzähler aufgehoben haben. Okay. Und dann müssen sie jetzt einfach nur einen Safe aufmachen, oder was? Das ist ja easy dann. Wenn das alles auf derselben Position ist, ist das ja super easy. Normal in Warzone 2 war das immer so, du hast den Auftrag angenommen und dann waren die ganzen Elemente waren rund um den Auftrag herum, aber die konnten auch teilweise 100-200 Meter davon entfernt sein. Also sowas nicht. Jetzt drillen sie es gerade, jetzt machen sie es gerade auf mit einer Drill. Also die müssen den Safe drillen, so wie es in, ich weiß nicht, ob ihr Zombies gespielt habt, MW3 Zombies. Da hat man auch so da gab es auch so einen Auftrag, den man machen konnte. Da sind ganz viele Zombies gespawnt und so Special Zombies auch, das sind wieder komplette NPCs da vorne. Und da hat man so einen Safe tracken müssen, während ganz viele Zombies gekommen sind. Und ich glaube, so ungefähr wird das dann aussehen.
Headshot. Like 80% done. Okay. So, einer ist hier vorne knocked. Yeah, und da ist noch ein NPC, wichtige Kills. So, das zweite Element haben sie auch. Okay. You got gas, get the vehicles, get the vehicles. We just drive this to the actual main LTV. Where's the main LTV? Plutonium, was war das nochmal? War das, wo man... Ich glaube, das war das, wo man dauerhaft Damage bekommen hat. Und das letzte Element war das Element, wo du alle paar Sekunden einfach wirklich komplett hilflos angefangen hast zu schießen. So war das. Ob noch eine UAV, ganz viele Gegner und Noobs herum. Bin mir unsicher, ich glaube, die werden nicht auf die Kills gehen, kann das sein? Ah ja, natürlich, natürlich. Natürlich, so starke Shots, Alter, wirklich so starke Shots. So, und das letzte Element wird denen einfach so angezeigt. Das heißt, für die ersten zwei Elemente muss man was machen. Einmal Geigerzähler und einmal Safe Cracken. Und das dritte Element ist dann einfach in der Mitte der Zone, einfach so zum Aufheben. Okay. Das ist, also ich habe es mir schwerer vorgestellt. Ich finde das nämlich sogar fast von der Theorie leichter, als es in Warzone 2 war. Weil wie gesagt, mit diesem, dass die Elemente mal da spawnen, hast du Ewigkeiten rotieren müssen. Während der Rotation hattest du die ganze die Krone. Die ganze Lobby hat dich gehuntet. Erstens, hier huntet niemand, weil es NA-Lobbys sind. Und zweitens, ich weiß nicht, mit diesen Aufträgen macht das ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Wenn das alles auf derselben Stelle ist. Und das letzte Element in der Mitte der Zone. Weil manchmal war es halt so, dass das letzte Element halt nämlich nicht in der Mitte der Zone war, sondern halt richtig schön am Rand der Zone, wo das erstmal holen musstest, Angst hatte, dass das Gas dich killt und dann auch noch Ewigkeiten reinrotieren musstest. Warte. Okay, ganz kurz. Das Element wird hier links angezeigt. Und dann plötzlich spawnt es bei ihm. This is the other element. Also wirklich, dieses Spiel ist so unfassbar verbuggt. Es ist, also, es ist einfach bei ihm gespawnt und dann kannst du es mitnehmen. Und wenn man das Element dabei hat, kann man nicht in Fahrzeuge einsteigen, weil die Fahrzeuge dann gedidost werden. Also man kann die nicht mehr verwenden. Und ich glaube auch, dass das Bug ist... Ich bin mir auch sicher, dass das Bug verbuggt ist, weil normal würde der jetzt wirklich einfach unwillkürlich anfangen zu schießen. Immer mal wieder alle paar Sekunden, aber das verbuggt, also scheint zumindest verbuggt zu sein. I have one element. I have the EMP. Yeah, I got two. I got the EMP one too. I'm pretty sure we can drop them. Yeah. Just leave it right there for a second. That's easy, drop them safe. Wait, under the bridge, under the bridge. Heli. Oh mein Gott. Under the bridge, on you live. Right? Okay, ich glaube, das war der erste Spieler, der so ein bisschen wenigstens wusste, was er macht. So, er hatte immer noch dieses EMP-Pack. Bedeutet, links oben die Karte ist, die ganze so richtig ekelhaft verdeckt und er kann nichts dagegen machen. Aber links oben auf dem Berg, man sieht es hier, wo meine Maus drauf ist. Ich pausiere kurz. Upsi, das war nicht pausieren, hier war pausieren. Hier wird schon angezeigt, dass hier die Nuke runterkommt. Das heißt, die wird dann oben auf dem Berg wird sie spawnen. Oben auf dem Berg und die müssten sich allmählich ein bisschen in die Richtung aufmachen. So, jetzt ist es gedroppt, jetzt ist es am Boden angekommen. Sie haben genau 5 Minuten Zeit, um die ganzen Elemente reinzupacken und die Bombe zu planten. Ey, die Shots von dem Mann sind wirklich so unfassbar, das ist so krass. Er ist am Rand der Zone. Er ist wirklich am Rand der Zone, das ist krass. Komplett am Rand der Zone. Normal war das nämlich immer relativ mittig, würde ich sagen, aber das ist super am Rand der Zone. Er hat einen Prezi liegen lassen. Jetzt nimmt er mit noch. Ich weiß nicht, ob die Perks verbuggt sind, weil irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich glaube, Noobs hat das andere Element dabei und ich glaube, er kriegt dauerhaft Damage. Ja, also bei ihm funktioniert das Perk, er kriegt dauerhaft Damage, das sieht man hier. Indem er immer mal wieder so ein bisschen Damage bekommt.
Jetzt hat er sich gegengeheilt und gleich sollte er wieder Damage bekommen. Ja, jetzt hat er wieder Damage bekommen. Das heißt, nur das Perk, was Skullface gerade dabei hat, ist verbuggt, aber der Rest funktioniert. Weil die Krone funktioniert ja auch. Nur das Perk ist eigentlich, das ist, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das ist einfach auf ihm drauf gespawnt. Ich hab keine Ahnung, wie das passiert ist. Oder, ja, keine Ahnung. NA-Lobby ist halt, was glaubst du denn? Das ist krank, wirklich. Ganz krank. Was machen die? Es tut mir leid, es regt mich jedes Mal auf, wenn ich das sehe. Es tut mir leid. Jedes Mal NA-Lobby, es regt mich einfach nur auf. Ich kann es nicht, wirklich nicht. I just got controlled by a mortar. Anyone have a I'm about to be down. I have the arm. I have to. No, I gotta put my element, I'm pretty sure. No, it's already on. Wait, why? I'm dropping a player on this corner. Was? I got it, arm. Warte. Die hatten die Elemente verteilt. Eins hatte Huskers, eins hatte Noobs und eins hatte Skullface. Und normal müsstest du alle drei Elemente erstmal reingeben, bevor du die Nuke planten kannst, bevor du sie zünden kannst, bevor es richtig losgeht. Jetzt war es aber so, dass Noobs einfach hingegangen ist, Science reingegeben hat und dann hat er direkt planten können. Er hat direkt einfach den Plant durchziehen können. Das ist wirklich, also das ist komplett insane, wow. Also dieses Spiel ist so unendlich verwackt. Das ist so krank. Jetzt plötzlich droppt es einfach automatisch sein Element. Wie passiert denn sowas? Was ist mit diesem Spiel los? Sein Element wird einfach automatisch vor ihm auf den Boden gedroppt und er nimmt es wieder auf. Jetzt hat er zwei davon im Inventar. Was? Hey, I'm going for it. Guys behind me. Yeah, I'm looking. Yeah. 17 kills, by the way, 17 kills. Landing live. Pushing me. Right here. Nochmal ganz kurz. Bevor wir das Finale sehen, unbedingt noch ein kostenloses Abo dalassen. Das nicht vergessen, ganz wichtig. Würde mich sehr freuen. Wichtiger Kill. Finish noch getten? Ach ja, ich hätte es noch erwähnen sollen, für die Leute, die Skullface nicht kennen. Skullface hat World Series of Warzone mehrmals gewonnen, hat die World Series of Warzone Solo-Yolo-Runde gewonnen, also der Mann ist krank. Für die Leute, die ihn nicht kennen sollten. Warum auch immer ihr nicht kennen solltet, aber wenn ihr auch nur ansatzweise euch so ein bisschen mit der Turnierszene auskennt, dann kennt man den Mann, hundertprozentig. Der wird auch dieses Jahr in Warzone 3 komplett alles abreißen. Der Mann ist wirklich insane. Und der hat halt diese Solo-Yolo-Runde gewonnen. Schade, er hat einen Shepard kassiert. Er hat diese Solo-Yolo-Runde gewonnen, wo er 100.000 Dollar für eine Runde gewonnen hat. Er hat nur eine Runde gewinnen müssen und hat dafür 100.000 Dollar bekommen. Das ist wirklich, das ist krank. Auf dem LAN-Event in London hat er das bekommen. So, einer wird, glaube ich, gerade einen Versuch, glaube ich, zu diffusen, kann das sein? Dreht sich auch drauf? Wichtig, ich glaube, das war richtig close. Also ich glaube wirklich, das war super, super, super close. Da hat einer gerade versucht zu Ninja diffusen. Chepa? Und sie haben es geschafft. Let's go! Das ist krass. Ey, das ist der neue Screen, by the way. Das ist diese neue Animation, wenn du die Nuke geschafft hast. Richtig cool, Alter. Richtig cool. Sehr viel besser als die Warzone 2 war, finde ich. Und eine Quick Little 20er. Das ist nice. Das ist sehr, sehr geil. Crazy. Da der Text auch verbuggt gewesen, das W und das A, das hatte keinen Abstand dazwischen. Dieses Spiel ist wirklich so geisteskrank verbuggt, das ist so crazy. Das ist wirklich so krank. So, und bekommen haben sie dafür, whoopsie, den Skin hier, den Operator Skin. Seht ihr den? Der ist richtig, richtig, richtig nice, finde ich. Also der hat wirklich was. Nur, ich weiß nicht, ob der was wert sein wird, angesichts der Tatsache, dass die, also, ich glaube, das Schwierige an den Nukes sind halt wirklich einfach diese 5 Wins in Folge, weil der Rest hat gerade nicht so schwer ausgesehen. Also, wenn du Glück hast und eine gute Lobby bekommst, eine Bot-Lobby, dann ist das, glaube ich, wirklich nicht schwer. Also, no joke, dann kann das auch nicht schwer sein. Na gut, ich hoffe aber dennoch, euch hat das Video gefallen und ihr kennt euch jetzt so ein bisschen aus, was die Nuke angeht. Und ja, falls es euch gefallen hat, gern noch ein Like und ein Abo da lassen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke euch fürs Anschauen. Bye, bye.